Kreativität ist eigentlich nur der Versuch zweier Leute, sich darauf zu einigen, was sie sehen, wenn einer von beiden in Bewegung ist. Und da wir uns alle regelmäßig irgendwohin bewegen, finden wir jede Menge Beispiele dafür, wie nützlich Relativität im Alltag ist. Auch wenn wir sie nicht beim Namen nennen. Eines der Wunder des modernen Lebens ist das Global Positioning System, GPS. Es ist wirklich beeindruckend, dass ein GPS-Empfänger unsere Position ganz exakt bestimmen kann, überall auf der Erde, auf ein paar Meter genau. Dieses Wunder lebt von 2 Dutzend Satelliten in 20.000 Kilometern Höhe und von einem kleinen bisschen Relativität. Und so funktioniert es. Der GPS-Empfänger bekommt ein Zeitsignal von mehreren dort oben herumrasenden Satelliten und benutzt Einsteins Relativitätstheorie, um seinen Abstand zu den einzelnen Satelliten zu errechnen. Jetzt mit ein wenig Triangulation hat man seine Position. Eine ganz einfache Idee, die aber nur dann funktioniert, wenn diese Zeitsignale absolut genau sind, auf 1/1000 Sekunde. Nur dann sind die Berechnungen des Abstands auf einige Meter genau. Aber bei all der Bewegung in diesem Prozess müssen Zeit und Entfernung sehr präzise miteinander abgeglichen werden. Ohne die Relativitätstheorie würde die Genauigkeit des Global Positioning Systems um mehrere Kilometer abweichen. Aber die Relativität an sich war keine neue Idee und kein neues Konzept von Einstein. Seit Jahrhunderten schlagen wir uns mit dem Problem herum, wie zwei Menschen ihre individuellen Beobachtungen der Welt miteinander in Einklang bringen können, wenn sich einer von beiden bewegt. Veranschaulichen wir unseren kleinen Exkurs in die Relativität mit einigen alltäglichen Erfahrungen. Mal angenommen, Sie fahren in einem Auto auf einer langen, schnurgeraden und herrlich ebenen Straße. Da bemerkt man die Bewegung eigentlich nicht. Man könnte ohne Schwierigkeiten ein Buch lesen, sich einen Drink einschenken oder eine Münze werfen. Es gäbe keinen Unterschied, wenn das Auto, in dem man sich befindet, stillstehen würde. Das ist so, weil Sie, das Buch, der Drink oder die Münze sich relativ zum Auto nicht bewegen. Aber Achtung, das gilt nur, wenn das Auto weder die Geschwindigkeit noch die Richtung ändert. Wenn das Auto abbiegt, bremst oder beschleunigt, ist zumindest das Eingießen eine echte Herausforderung. Aber eine konstante Bewegung fühlt sich genauso an wie Stillstand. Und wenn Sie wissen wollen, wie es sich anfühlt, sich mit tausenden Kilometern pro Stunde zu bewegen, schauen Sie sich einfach mal um. Dank der Rotation der Erde zischen wir zusammen mit unserer Zeitzone mit einer Geschwindigkeit von 1500 Kilometern pro Stunde durch die Gegend. Und dank Ihrer Bewegung um die Sonne trägt uns die Erde mit einer Geschwindigkeit von über 100.000 km/h durchs All. Und dank der Bewegung unseres Sonnensystems um das Zentrum unserer Galaxie herum bewegen wir uns sogar mit über 500.000 Kilometern pro Stunde. Aber es reicht nicht aus zu fragen, wie schnell bewege ich mich? Wir müssen immer fragen, wie schnell bewege ich mich relativ zu etwas anderem?